Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zilla 2. In der letzten Folge haben wir Elvins Geschichte Nummer 3 beendet. So, und hier waren wir noch nicht drin. Ey. Hier ist nämlich das Gasthaus, was auf der Karte voll versteckt war hier. Also hier. Hier ist das Ding und ich habe es irgendwie gar nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit auf der Karte gesehen, dass da eins ist, aber ja. Wie dem auch sei, ich habe mich hier kurz umgeguckt und habe direkt was gefunden. Prüfen? Egal, Tequila. Okay. Aber eigentlich bin ich hier hingegangen. Deswegen. Tartaros Halsband. Oh, sehr schön. Stimmt, einer war ja ein Drellin. So, und dann habe ich mich über den Typen gewundert, weil er die ganze Zeit die Hand oben gehalten hat. Das macht mich irgendwie sehr komisch. So, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Und dann machen wir diesmal wirklich mit der Story weiter. Weil letztens war es ja nicht so geplant. Und ja. Diesmal ist es geplant. Gut. So, dann gehen wir noch die Quest von. Ist da noch was? Ich mal kurz was gucken. Gibt es noch irgendwie eine andere? Das ist die von Elise. Mein Gott. Weihnachtsmann Baskenmütze. Elvins Weihnachtsmann Mütze. Welche sieht denn besser aus? Irgendwie sieht die besser aus. So, vielleicht noch so ein Bart. Ja, auch nicht schlecht. Normal. Warte, wo ist es? Hier unten waren die. Sehr gut. Ja, einer muss ja hier den Weihnachtsmann. Noch eine Idee. So, komm mal her. Hoffentlich klappt das. So, ja gut. Einer muss ja hier Weihnachtsstimmung verbreiten. So, Tartaros Halsband. Hier. War alle Katzensichtungen auch schon beide abgeschlossen. Katamar-Gipfel. Das ist da, wo wir ja letzte Folge kurz waren. Da können wir nächstes Mal auch uns ein bisschen umschauen. So, das dauert noch ein bisschen. Dann machen wir uns mal auf nach Splitterdimension Nummer F4224. Und wir können nur die mitnehmen, also machen wir das auch. Ich habe gerne Mädels um mich herum. Ludgars Harem beginnt. Nach dem Streukandidator. Wo schon sagen, was wir vorhaben. Sonst weiß auch keiner hier, was los ist. Da gibt immer nichts Neues. Nö, okay. Kann ich neue Sachen herstellen? Habe ich glaube ich letztens schon geguckt, aber oh, jetzt können wir tatsächlich neue Sachen herstellen. Harpienschneide, warte mal, die brauchen wir doch. Die Harpienschneide brauchen wir doch für irgendeine Dingens. Wo kann ich noch mal nachgucken? Mit Selector, eine Rapier und alles andere unwichtige Zeug. Tun wir halt erstmal ausrüsten und die Luftroute, Riesenkristall und all so was. Unser Geld ist wieder weg. Ja, vielleicht erstmal hier gucken sollen. Monokel, Tornado Plus, yay. Egal. Hier können wir keine Quests abgeben, ne? Okay. So, für Boss habe ich meine Gemüsesticks dabei. Habe ich nicht. So, dann müssen wir hier unbedingt haben. Weil wir wissen ja, es kann alles möglich passieren. Oh, meinst du Mittel? Konnte man schon vorher kaufen? Gemüsesticks, ich brauche nur die. Ich brauche die immer. Und dann, falls wir uns halt noch, nee, da kann man nicht leisten. Ich bin schon wieder vollkommen blank. Okay, ein Streukatalysator, gucken wir mal hier. Ja, Geld müssen wir auch wieder haben. Zum Glück haben wir Leia und Ludger dabei, die beide Lotterie dabei haben. Das einen Moment lang aus wie Dingens, wie Vera. Bist du aber nicht. So. Wir nehmen diese Tür. Diese Zirkusattraktion, ne? Ja. Gehen wir einfach mal in die Häuser von irgendjemand rein. Mm-mm.
So. Was könnte denn hier der Katalysator sein? Wir haben nicht auf der Karte angezeigt. Wir sind außerhalb hier. Warte mal, das Gebiet sieht doch verdächtig aus. Na? Warum sieht es aber auch schillig hier? War so eine richtige, wie nennt man das? Industriemusik. Ja, nicht Industrie. Getriebemäßige, meine ich. Als würde man irgendwie, keine Ahnung, im Zeitalter sein, wie vor 50 Jahren oder irgendwie sowas. Noch ein Streukalisator, er muss ja irgendwo außerhalb von Relin sein. Das wäre mir ja, glaube ich, mal angezeigt worden, ne? So, jetzt kann ich hier wieder alles durchforsten. Bitte Geld. Ich brauche gerade Geld. Zugvogelfehler, die brauche ich nicht. Ich kann ein bisschen gegen irgendwelche kämpfen, aber kann ich auch sein lassen. So. Da oben war auch, glaube ich, ein Loch. Immer schön die Dinge einsammeln. Yes! Fertigkeit erlernt. Was denn? Nahkampfhazard. Das war doch, wenn Tipo ausgerüstet ist oder irgendwie sowas. Kassiere bei der Abwehr physischen Angriff nur einen Schadenspunkt. Für den Abwehr aber doppelt so viele Schadenspunkte. Nein. Ein bisschen zu riskant. Also wenn jetzt niemand gerade. Also wenn ich jetzt nicht gerade Elise am Steuern bin, wäre ein bisschen riskant, obwohl selbst dann gefährlich. So, und ich hoffe, der Katalysator befindet sich auch irgendwo außerhalb von Drellin, weil sonst laufe ich den ganzen Weg umsonst. Was ich nicht gut finde. So, sehr schön. Voll synchron am Lernen. Da ist ja auch noch Olympios. Ich habe schon gerade gefragt, warum kommt die Musik immer noch? Ist ja Olympios hier, hallo? Obwohl, ihr werdet ja bestimmt keine Katze versteckt sein in der Splitterdimension. Obwohl, unsere Katzen können auch außerhalb der Splitterdimension Sachen suchen, deswegen. Alles ist möglich. So, ja, okay, einer muss ja sein. Aber nur einer. Habe ich wieder alle auf Dings eingestellt. Auf verbinden, auf verbinden. Wie verbinde ich mich denn? Weiß ich doch nicht. Ich bin ja mit Elise natürlich wieder, aber tun wir mal mit Mila. Muss ich gleich mal gucken, wer am wenigsten hat. So, komm her. Leck mich. Ah. Sehr schön. Ich habe Dämonenzahn eingesetzt. Hallo? Warum nicht Dingens hier? Wie heißt dieser Angriff nochmal? Final Gale. Leck mich. Weiter. Als ob ich das wissen würde. Ja, warte mal. Bei wen haben wir denn noch was auf so Mila hat am wenigsten. Okay. Es ist entschieden. Meine Katze ist zurückgekehrt. Chamisen, was ist das denn? Okay. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir haben's. So, ab zu den Zeilenwäldern. Ein tollkümmliches Instrument, das scharfe Töne erzeugt, nämlich aus Katzenfell. Was? Okay, warum auch nicht? Warte mal, ich wollte noch irgendwas nachgucken, aber mir ist jetzt schon wieder entfallen. Ah! Gott verdammt sei mein Kurzzeitgedächtnis. Mir ist aufgefallen, jetzt so, wo ich darüber nachdenke, ich habe meine letzte Aufnahme gar nicht überprüft. Ich habe jetzt einfach wie blöder so aufgenommen wieder. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die letzte Aufnahme überhaupt geworden ist. Wenn ich Pech habe, ist jetzt hier die Aufnahme auch wieder im Eimer. Leck mich.
Ich hoffe aber, dass das nicht der Fall ist, weil das ist schon lange nicht mehr passiert. Seitdem ich ein paar Sachen geändert habe. Deswegen habe ich Vertrauen in mein Können, meine Skills und mein Awesomeness und so. Ja, genau, Gericht wollte ich gucken, meine Güte. Mehr Geld, ich habe nur eins mit mehr Geld. Stimmt, ich hatte ja kein Geld. Weil ich bin schon wieder blank, ich brauche Geld, hallo, außerdem gibt es neue Sachen zu kaufen. Schon wieder schwieriger. Soll ich neue Sachen kaufen oder lieber Geld sparen und einzahlen? Um mir dann auch gute Belohnungen hier einzukassieren. Ist schwierig. Darüber muss man mal nachdenken. Aber jemand anders, ich nicht. Das ist nämlich schwer. Nee. Ich finde mal diesen Filter gut hier in der Splitterdimension. Hat immer so was. Ist das am Regnen oder ist das wieder dieser Filter? Das, ich sehe ja immer irgendwie was zu runtertropfen. Ich glaube, es ist am Regnen. Na, wenn dann immer nur an einer Stelle und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Woher kommst du denn her? Oh, das ist ein Loch. Rein ins Loch. Wo krieg ich da rein, Ludger? Hier ist nix. Leck mich. Wo ist der Ausgang da? Ja, ich hoffe, dass mein Sound noch halbwegs gut ist. Weil bei meinen anderen beiden Projekten läuft das gut mit dem Ton. Aber ich glaube, hier war wieder ein bisschen anders. Da muss ich wieder, glaube ich, ein bisschen lauter reden und so. Damit man mich hört, verdammt! Ich konnte immer anhalten. So, komm her. Babs. Aua. Was bist du denn? Oh, betäubt. Gebunden. Sehr gut. Sonst schaffe ich irgendwie nie, Gegner zu binden. Muss ja auch auf die andere Seite gehen wieder. Wie, es klappt nicht. Natürlich klappt es. Mein Gott, kriegen wir jetzt viel Geld. Ich soll vielleicht doch ein bisschen mehr kämpfen. Okay, das hat sich gelohnt. Ich setze mich jetzt mal wie ein fauler Pascha hier hin. Und dann läuft es. Loch, wollte schon sagen. Riesenkristall. Kann ich mal so ein Lolita-Erz wieder bekommen? Ja. Kann ich mal wieder verkaufen und wieder 20.000 einsacken. Ja, ich glaube, da ist echt hier am Regnen. Ich glaube sogar ein bisschen stärker hier. Ja, ja, es wird stärker, habe ich so das Gefühl. Es wird dunkler. Ja, war so dunkel. Keine Ahnung. Vor einer Woche oder so, oder zwei Wochen, da war es so früh dunkel, weiß ich nicht. Guckte ich irgendwie so aus dem Fenster, sah irgendwie so aus, als würde die Welt untergehen, so dunkel war das. Und einmal hat es gehagelt wie bekloppt draußen, ey. Und ich musste da 15 Minuten nach Hause laufen. Da war jetzt nicht so schön. Normalerweise mag ich Hagel, ich gucke sowas gerne. Ah, da müssen wir sogar hin, sehr schön. Eigentlich mag ich ja Hagel, das ist immer so schön anzusehen. Ich mag auch gerne Regen. Ich gucke gerne so Regen zu. Ich hab so richtig gerne, wenn ich so schlafen gehe, dann ist das Fenster offen und ich höre den Regen so plätschern, so irgendwie so. Und ja, das finde ich so schön. Deswegen mag ich Regen. Ich mag nur Regen nicht, wenn ich draußen bin bei so einem scheiß Wetter. Habe ich für mich herausgefunden. Ja. Hat verbessert, Fertigkeit erlernt. Wow. Luftsprung 2, sehr gut. Das ist gar nicht mal schlecht, Luftsprung. Gib mir das mal. Nein! Gucken wir mal. Ohne Seltenheit, dass ich das mal hier mache. Oh, gar nicht mehr so. Mal, das kann ich ruhig aufscreenen. Ja, ich kann ruhig hier ein paar wechseln. Zum Beispiel das hier. Weil die anderen, die sind jetzt nicht so Objektzuwachs. Was ist das?
Doppelte Wahrscheinlichkeit, dass ein Feind Objekt verlassen. Ja. Das kann auch gewechselt werden. Überleben, nein, brauchst du ja. Das kannst du haben. Überleben. Ganz gleich wie Kraft ein Angriff ist, die Abwehrstellung wählst du immer ein KP und gehst nicht K.O. Das ist ja richtig geil. So. Aber eine Seltenheit, dass ich das on-screen mache hier mit den Kugeln. Ich glaube, Xilla 2 ist irgendwie das einzigste Spiel. Das Spiel, was ich am intensivsten offscreen zocke. Wahrscheinlich ist das aber nur eine Entschuldigung dafür, dass ich das offscreen auch zocken kann. Wenn ich nicht genug kriegen kann von dem Spiel. Ich werde auf jeden Fall richtig durchzucken. Ich wollte jetzt irgendwie suchten und zocken zur gleichen Zeit sagen. Deswegen zucken. Ich tue es mal so gern durchzucken. Hey, mein Vater ist hier. Zockst du mal für ihn eine Runde? Zucken, meine ich. Verdammt. Ist denn los? Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass ich bei jedem Let's Play irgendwie ein bisschen anders drauf bin. Nein! Wie konnte das passieren? Ich bin doch voll knapp an ihnen vorbeigelaufen. Mila, wo bist du? Ich brauche mal jemanden, der irgendwie bindet und so weiter. Alles. Dieses Ding, was du da machst. Da war sogar anders, okay. Ich mach einfach irgendwas. I don't know what I'm doing. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Okay. Das war nicht so viel Geld, was soll das? Überleben. Sehr schön. So, dann können wir hier speichern und weitermachen. Mit was auch immer wir machen müssen. Einmal speichern, bitte. Solange ich nicht am ersten Speicherpunkt noch irgendwie speichere, was in dieser Aufnahme sowieso nicht passieren wird, kann ich ja noch mal gucken, ob die Aufnahme was geworden ist. Aber ich hoffe wirklich, dass alles in Ordnung gegangen ist. Aber ich habe keinen Bock, das nochmal aufzunehmen, bitte. To imagine this was all a lake once. More blighted nature, courtesy of Spyrex. That's why Jude's trying to create Spyrex in the first place, to keep things like this from happening again. That'll be the day. You act like this doesn't affect you. How do you think Mila felt when she... How should I know, huh? I'm not your Mila. Jude will succeed and save us. Mila sacrificed herself to give us this extra time. There's no way Jude will let us down. Jetzt kommt Kronos und macht uns fertig. If they haven't collapsed in this dimension, there's a good chance we'll find the divergence catalyst in them. Oh. Afraid of thunder, huh? What? Me afraid of a little thunder? Come on. I thought I saw something on the ground right at that moment. There's no reason to be ashamed. No, you don't get it. When I hear thunder, I think of what happened to Daddy. Please, just make it stop. Also, ich darf nie mehr diese Donnerangriffe einsetzen. Man, this thunder's pretty intense, huh? Let's focus on getting to the ruins. Mila Maxwell, the other one, sure has some good friends. Hoho! Willst du die andere Mila kennenlernen? Neidisch? Das R1-Ding klingt so wie irgendwas, was Mila ihr sagen würde, aber... Na. I suppose I do. Who knows where she is, but if I got the chance, I would. Hoho! Wie bescheuert das aussieht. Das passt überhaupt nicht so dazu. Mann. Let's get into the ruins before I catch a cold. I hope there won't be any more thunder. Wie bescheuert das aussieht in der Szene. Das ruiniert die ganze Stimmung. Ich find's gut.
Okay, weiter. Ah, Mann, Mann. Epsilla-Ruine. Er prüft die Ruine, das sieht... Da kommt irgendwie so bekannt vor. Dieses Bild. Weiß nicht. Diese Lichter so am Boden oder Krater, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Wohnaktion, warte mal, das war doch hier. Nein. AZ hatte ich bis jetzt noch nie Probleme. Außerdem bekommt man ja durch die Waffen ja auch AZ, das finde ich richtig gut. Also ich brauche gar nicht irgendwie so. Jetzt wo ich darüber nachdenke, es gibt gar nicht hier solche Sachen, ne? Es gibt gar nicht irgendwie so, boah, wie hieß denn nochmal Xilla 1? Angriff einfach nur? Angriff 1, Angriff 2 und so, wo man mehr AZ bekommt? Die gibt's gar nicht mehr hier, die Fertigkeiten, fällt mir gerade so auf. Nein! So was mit dem Zeug bist du nochmal gemacht? Wir wissen es ja nicht. Na, guck mal, er. Warte mal, wie war das nochmal? Mr. Schad! Warum habe ich keinen Weihnachtsmanut auf? Das kommt mich an! Was? Nein! Ach ja, stimmt, das geht ja kaputt. Zu Ende. Jo, mir geht's gut. Hey. Okay, dann. Weil wir haben ein paar Gebiete, die wir in dem echten, das schon wieder ansprechen. Warum gibt es denn so viele Speicherpunkte? Da hinten sieht wichtig aus. Verdammt, was? Wie ist denn das passiert? Ey. Ich die Dinger verbrauchen. Ich wurde eingestellt, ne? Egal. Ich habe, glaube ich, noch genug so eingestellt, die nicht eingesetzt werden sollen. Sehr schön. Von da aus hat sie gebunden? Was hat denn? Mal ein paar andere Angriffe einsetzen. Das ist jetzt mal nur so. Kann ich für jeden Charakter auswendig wissen, was ich für Angriff habe. Zack. Man muss schon treffen, ne? Okay, sehr schön. Oh. Was war ein artiges Mädchen? Oder artiger Geist? Verdammt! Oh. Nächster, wir machen ja was. Wollt ihr irgendwas aktivieren, ihr beiden, ne? Ne, wir aktivieren ja, hallo? Dann würde ich... Dumm. Steh auf! Bleib liegen! Wart ihr auch alle anständige kleine Mädchen? Hohoho, Harem. Oh Gott. Ja, wir sind hier. So. Blaue Passage. Okay. Er hat jetzt schon sehr viele Möglichkeiten, hier zu speichern. Falls der Katzchen kommt, kann ich ja mittendrin irgendwie einen Schnitt machen. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. Eine Streberbrille. Yay. Kann ich hier schon suchen? Nö. Wäre gut gewesen. Ein Drellin. Tempel der Xalmer, da brauche ich irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr was. Für irgendeine Quest brauche ich da was. Was ist denn das?
Nova wasn't kidding. No sign of Spirit Arts or Spyrex here. I think it's still alive. Careful. The security systems might still be online. It's better than standing out in the thunderstorm and wetting ourselves. Just so we're clear, I'm not some fraidy cat, you know. Was sagst du mir das denn? Ho ho ho. Weißt du, bist ein tapferes Mädchen. Es ist doch nicht dabei, Angst zu haben. Ja. Ist doch so. Mind over matter. An admirable philosophy. An admirable philosophy? What? What are you talking about? What I meant to say was, I admire your strength, kid. Where's Rollo? I don't see him. Yeah, I don't see him either. Was Rollo überhaupt mitgekommen? We entered the rift? I honestly can't remember. Ja, die spricht mir aus der Seele. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl, er ist doch weggerannt. Ist er doch, hallo? What? Ark of Time. It's one of the Waymarkers. Yes, indeed, I am. You're a Waymarker that knows you're a Waymarker? I know far more than that. I know about you as well. All your weaknesses, to be exact. I warn you, leave while you can. Unless you wish to face your demise. Are we heading further in? This Odin fella sounds like he means business. There's only one way to find out. Und ich etwa nicht. Seht mich an. Ich bin auch auf Serious Business aus. Okay, wenn man alles von dieser Mila hier sagen kann, ist, dass sie keine Angst hat, auf jeden Fall. Was? Meine Katze ist schon wieder zurückgekehrt? Was? Struktur der Splitterdimension. If it wasn't you, then some other interloper probably told him. You mean the fractured dimensions might have their own set of agents? That actually makes sense. We've already encountered another Mila, so why couldn't there be another Luger too? But that Mila isn't the same Mila as our Mila. Excuse me? Although she's just as scary. But if agents from fractured dimensions were destroying each other's worlds, wouldn't the fracture problem take care of itself? Kronos could be making more fractures than the agents can destroy. How? How would I know? Das ist alles viel zu kompliziert für mich. Das wäre dann aber ziemlich tragisch. It really would. It would be a continuous cycle of destruction with no purpose. And just who's deciding which destruction has a purpose? Are you that convinced of the supremacy of your dimension? Well, I don't... Stop pretending you're heroes and admit your motives are selfish. You owe that much to the people you're eliminating in order to save yourselves. I'm sorry, Luger. I shouldn't have put it like that. But if the fractured dimensions are all different possible alternatives to this one, I wonder if any of them contain a world where we don't have to do this. Ich gehe jetzt mal auf den Speicher, um das alles zu verkraften. Wie sieht's hier aus? Sehr gut. Na gut, dann nehmen wir uns in der nächsten Folge mit Odin auf, nehme ich an. Und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales auf Xillia 2. Ich bedanke mich alle, als ich zuschaue und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ho, ho, ho.